Es ist vorbei. Nein, es gibt noch einen Chip. Der muss ebenfalls zerstört werden. Ich kann mich nicht selbst terminieren. Ihr müsst mich in den flüssigen Stahl hinablassen. Nein, nein, es wird okay sein. Ich muss fortgehen. Ich befehle dir nicht zu gehen. Ich befehle dir nicht zu gehen. Ich befehle dir nicht zu gehen. Ich weiß jetzt, warum ihr weint. Aber das ist etwas, was ich niemals tun kann. Leute, was war das für ein heftiges Ende bei Terminator 2? Und dann lassen sie ihn tatsächlich in den flüssigen Stahl hinab. Und damit ihr euch noch mal ein bisschen besser hineinversetzen könnt, hier der entsprechende Track dazu. Wenn auch diesmal nicht in dieser ganz traurigen Variante, sondern in einer Neuinterpretation, die mir sehr, sehr gut gefällt. Und ja, Leute, ich kann es gar nicht fassen, ne? Terminator Resistance. Ein klasse Terminator-Spiel, ne? Absolute Wahnsinn. Ich kann es ja gar nicht fassen. Nachdem Terminator-Fans so vieles ertragen mussten die letzten Jahre, ne, kommt jetzt hier ganz überraschend ein Spiel raus, was mich wirklich umgehauen hat. Ja? Es ist der absolute Wahnsinn. Ja? Dieser Titel geht nochmal zurück in die Zeiten von Terminator 1 und 2, in die guten Terminator-Zeiten. Und zwar dahin, was wir da am Anfang der beiden Teile immer wieder gesehen haben. Diese Ausschnitte aus der Zukunft, als sie da gegen die Maschinen kämpfen. Und dort beginnt dieser Teil. Und jetzt kommt's. Es ist nicht umgesetzt wie bei Terminator Salvation oder sowas. Nein, nein, es ist wirklich originalgetreu. Das Artdesign, der Soundtrack, ja. Dann hat es auch noch eine entsprechende Filmkörnung. Es sieht ein bisschen fast aus wie eine Kassette aus den 80ern oder 90ern, die man da guckt. Die Farbgebung ist geil. Ohne Scheiß, Leute. Und ich hab's ein ganz kleines bisschen schon mal angetestet, ne? Ja, ich freue mich einfach, euch dieses Spiel präsentieren zu können. Ja, und ich hoffe wirklich, dass es da eine Fortsetzung geben wird, ne? Und ich glaube, die wird noch mal einiges drauflegen. Also der Titel hier, der ist schon saugeil. Und zieht's euch rein, die ganze Story und alles, ne? Und Mann, und es lohnt sich wirklich, bis ganz zum Schluss dran zu bleiben, ja? Bis zum Ende von Terminator Resistance, da wird es nochmal richtig geil. Da gibt es vielleicht doch nochmal die ein oder andere Überraschung. Ich will jetzt nicht zu viel hier spoilern. Ja, mal wieder viel gequatscht. Allerdings hattet ihr auch einen tollen Soundtrack im Hintergrund. Ah, übrigens, ne? Ich muss doch noch was sagen. Es ist die Xbox One-Version, ne? Ich werde jetzt hier mal mit einem Frame-Limiter von 30 spielen. Ich mag halt, dass das konstant ist, ne? Könnte durchaus sein, dass man das auf der Xbox One X mit flüssigen 60 FPS spielen kann. Das habe ich da noch nicht ausprobiert, ne? Bewegungsschärfe sollte auf jeden Fall sein, ja, wenn man nur mit 30 FPS spielt. Und jetzt kommt's. Wenn ihr das auf der PS4 Pro spielt, ne? Und es könnte durchaus sein, dass ihr einfach auf 1080p geht und Super Sampling deaktivieren. Und dann könnte es auch sein, dass ihr da eine richtig gute Framerate bekommt. Vielleicht auch flüssige 60 FPS. Und vielleicht braucht ihr das Super Sampling noch nicht mal zu deaktivieren. Nur mal so ein kleiner Hinweis für Performance-Probleme auf der PS4 Pro. Was ihr da so machen könnt. Jetzt geht's aber endlich los. Ja, alle Spielstände gehen verloren. Ja, ich weiß. Aber ich habe es doch nur mal kurz getestet. Wir spielen auf einfach, weil einfach, einfach, einfach ist. Und weil ich eh immer völlig überfordert bin mit allem. So. Skynet. Ich habe da schon so eine Ahnung, wo Teil 2 uns hinführen könnte von diesem Teil, von diesem Spiel her. Leute, wenn das wirklich, also, das wäre echt der Hammer, wenn es so wäre, wie ich mir das gerade vorstelle, ne? Dann halt auch auf den Next-Gen-Konsolen, ja. Xbox Series X und PS5. Das könnte ein richtiger Blockbuster werden. Jedenfalls habe ich damit nicht gerechnet bei diesem Teil hier und es gibt viele Terminator-Spiele und das ist für mich, wenn ich jetzt mal so überlege, das beste Terminator-Spiel überhaupt bisher. Es geht los.
On August 29th, 1997, Skynet, a computer system built to protect us, became self-aware. It viewed humanity as a threat to its existence and decided to act. Judgment Day, as we eventually called it, marked the beginning of the war against the machines. Skynet attacks happened almost daily, but the attack that happened on that day was like nothing we'd seen before.